ich bin's. Frau Beuerl, was haben Sie mir denn da geliehen? Ja, Ihr scheiß Dampfreiniger. Ja, warum? Weil es hier ist. Nein, Frau Beuerl, Ihr Dampfreiniger ist nicht kaputt. Aber mein Parkettboden ist kaputt. Die ganze Versiegelung ist weg. Der ganze Lack ist weg. Da, Riesenfleck, sehen Sie es. Frau Beuerl, mein Mann hat diesen Boden eigenhändig auf seinen Knien abgeschliffen und versiegelt. Wir haben halt extra unsere Vermieter eingeladen, damit wir einer den Parkettboden zahlen können. Und jetzt das. Frau Beuerl, mein Mann, wenn heimkommt, der bringt erst mich um und dann sich. Es ist wurscht, wenn er als erst umbringt. Immer müssen Sie alles besser wissen. Blöde Kuh, blöde Sau, blöde Kuh. Schnipsi! Was? Herbert, bist du schon da? Ja. Oh, Herbert, oh mein, Herbert, geh noch mal ein Mineralwasser kaufen, gell? Du Scheiße. Oh mein. Furpa. Ich habe ja das Wasser gleich mitgebracht. Sag einmal, was? Du schaust ja aus wie ein Schopftaum. Was? Ich hab gemeint, das streckt mich. So. Freilich, das kann schon sein. Nach oben auf alle Fälle. Ja. Nach unten schaust du halt jetzt noch gestumpert aus. Was? Das hilft nicht, das sind die Proportionen. Ja, jetzt, in einer Viertelstunde sind die Neubergers ja, da. Ja. Was steht denn da noch umeinander? Tut das einmal weg? Nein, das tun wir nicht weg, das lassen wir da stehen, weil da sind Altkleider für die Neubergers drin, Herbert. Was, die ziehen doch so ein Klumpen nicht an. Nein, die sind doch beim Wanderverein aktiv und der sammelt zurzeit für Afrika und da habe ich das von da so da daher drapiert. Also wir geben ihnen das, damit sie es spenden können. Ja, genau. Eine geniale Idee, Schnipsi. Das wird Ihnen imponieren. Ja, wir bist denn auf das gekommen? Ist das bloß noch ein Socken da? Ja, sonst darf ich ihn doch nicht spenden. Gut. Dann tun wir das dabei noch auf Zeit. Nein, das tun wir nicht auf Zeit. Herbert, das lassen wir da stehen, weil wenn sie da so zur Tür reinkommen, dann sehen sie das gleich und dann freuen sie sich. Du, schau doch mal mein Buffet an, Herbert, was sagst du? Ja, wunderbar hast du es gemacht. Tadellos. Nicht die Tomaten oder. Ja. Hast du jetzt da drauf gespuckt? Ja, weil deine Fingertapper drauf waren. Ja, hast du die anderen Sachen auch so poliert? Ja. Kannst du nicht mit der Möbelpolitur abreiben? Oh mein, ich bin ganz fertig. Ich bin ganz fertig mit den Nerven. Schnipsi, reg dich doch nicht auf. Doch, ich reg mich schon auf. Schnipsi, ich garantiere dir, wenn die Neubergers heute Abend mitkriegen, was wir zwei für ideale Mieter sind, ja. Ich garantiere dir, wir sind auf Jahre hinaus von jeder Mieterhöhung ausgenommen. Was hast du denn? Was? Tut dir was weh? Ja, da in der Hüfte, Herbert. Was ist denn das wieder? Ja. Brauchst ein Hüftgelenk. Heute nimmer. Du, ich sag zu denen, Herr und Frau Neuberger, ja. Schauen Sie sich an, wie wir pfleglich umgehen mit Ihrem Eigentum. Mhm. Kein Bild an der Wand. Nix. Kein Nagel drin. Keiner. Und dann sage ich, und jetzt schauen Sie sich einmal Ihren Parkettboden an. Nein. Den tun wir nicht erwähnen. Was denn da mir schon erwähnt? Schnipsi, den Parkettboden hab ich auf die Knie abgeschliffen und versiegelter Parkettboden ist doch heute Abend unser Trumpf. Herbert, wenn der heutige Abend gut gegangen ist, dann gehen wir zwei zu Fuß auf der B12 nach Altötting. Wo gehen wir hin? Das habe ich der Mutter Gottes gelobt, Herbert. Frag mich gefälligst einmal vorher, wenn's mit wem was ausmachst. Du! Schnipsi, was soll denn da nicht gut gehen, wenn die unseren Parkett. Ah, selbst das Mensch! Hol mich aus
der Schachtel raus. Schnipsi, dieser Boden... No? Was Ah. Was ist mit dem Boden los? Warum? Na, die ganzen grauen Streifen da. Ui ja. Der ganze Lack ist hier. Ui ja. Sag nicht dauernd, ui ja, was ist denn das? Ich hab mir heute von der Frau Beuerl einen Dampfreiniger ausgeliehen. Ein Dampfreiniger? Ich hab auf höchste Stufe. Auf höchste Stufe? Ich sag nicht alles nach. Für was hat denn das drum eine höchste Stufe, wenn man es nicht auftragen darf? Die ganze Versiegelung hast du mir runterdampft. Die ganze Versiegelung habe ich runterdampft. Der ganze Lack ist hier. Der ganze Lack ist hier. Jetzt sagst du mir aber du es noch. Ja. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Ruhe. Die sind in 10 Minuten da. Ja. Bring ein Bohnenwachs. Ich habe kein Bohnenwachs im Haus, Herbert. Kein Bohnenwachs? Nein. Irgendwas, was glänzt. Ein Fett, ein Wammel, ein Salz. Schweineschmalz nimmer. Oh mein. Warum haben wir denn die bloß eingeladen, Herbert? Ha? Ja, das war deine Idee. Ja, ich habe ja nicht gedacht, dass die wirklich daherkommen. Schnipsi, die sind beim Wanderverein, die gingen überall hin. Ja. Oh mein. Herbert, die schaut ja noch schlimmer aus wie vorher. Was sind denn das jetzt noch für braune Ringel da? Also, das war der Zwiebelschmalz. Herbert, bitte lass dir was einfallen, Herbert. Ja, ich weiß schon was. Ich bring uns um. Ah, das habe ich der Frau Beuerl auch gesagt. Und wen bringst du als erstes um? Mich, dann bin ich schon mal aus dem Schneider. Na, typisch. Und nach dir, wen bringst du dann um? Jetzt, die Frau Beuerl. Ah, das ist gut. Und danach, nach der Frau Beuerl? Tu mich nicht dauernd anreden, ich muss mich jetzt auf eine Lösung konzentrieren. Ja, bitte. Du kommst auch noch drauf. Oh. Herbert, die kündigen uns, wenn die den Boden sehen. Ja, die kündigen's. Mir nicht, weil ich sag, das war ich nicht. Bist du gescheit? Bist du gemein? Pass auf. Haben wir was zum Drüberdecken? Ja, du willst denn ihren Teppich, damit dein wunderbarer Parkettboden zur Geltung kommt. Jetzt bin ich noch schuld, oder was? Ja, weil du hast nämlich gesagt, ich soll putzen. Putzen, habe ich gesagt, aber nicht abbeizen. Ja, was ist denn das da? Das sind unsere alten Bartmarken für die Afrika-Sammlung. Ja, haben wir noch was? Nur die Klo-Umrandung da. Und den Klodeckelschoner. Ja, du bist hier. Was? Eine Klo-Umrandung im Wohnzimmer, Herbert. Wir müssen halt sagen, das sind für uns besonders wertvolle Erinnerungsstücke. Klo-Umrandung, ein wertvolles Erinnerungsstück, ich weiß nicht. Das schaut da aus, als könnten wir uns keinen Teppich leisten. Gut, dann tu es wieder weg, dann sag ich, meine Frau hat den Boden ruhig. Nein, lass du das da liegen. Das lass mal liegen. Vielleicht ist eh nicht schlecht, wenn sie den Bodenbelag sehen. Dann sehen sie gleich, dass bei uns nichts zu holen ist. Was willst du jetzt auf Arm machen? Vielleicht gehen sie mit der Miete sogar noch runter, wenn sie das sehen. Ja, und wie passt das zu deinem teuren Buffet? Was hat denn das überhaupt gekostet? 200 Euro. Ja, bist du wahnsinnig. Mit diesem Buffet, da sagst du denen, bitte, du hast uns die Miete erhöhen, wir haben zu viel Geld. So meinst du? Jetzt muss alles wieder weg. Ja, aber wir brauchen was zum Anbieten, Herbert. Ja, wir haben bestimmt noch was Kleines, Bescheidenes im Kühlschrank. Ja, bloß noch den alten Einsiedler-Kas. Genau. Der muss eh weg. Was? Der stinkt seit 14 Tagen unseren Kühlschrank voll. Schau doch mal, das ist doch zu wenig, Herbert. Das passt schon. Ein kleines, bescheidenes Mal. Du, ich sag zu denen, gleich wenn sie kommen, sag ich, schauen Sie, das bisschen, was wir haben, das tun wir heute Abend gern mit Ihnen teilen. Ja. Du, das wirkt noch großzügig. Meinst du?
Vielleicht sage ich, wissen Sie, mein Mann ist leider nur ein ganz, ganz kleiner Angestellter, oder? Genau, so was man sagt. Ja. Sagst, er hat es nie zu was braucht im Betrieb. Ja. Und dann sage ich, und er wird es auch nie zu was bringen. Nie. Und das war nicht einmal gelungen, gell, Herbert? Das Kleidl musst du auch ausziehen. Was, warum? Mit dem schaust du aus wie die Gräfin Spruzi. Was? Schliefsi, wir müssen heute gegen die Neuberger sozial abfallen. Ja, wie tief denn noch? Tief, die müssen auf einen Blick sehen, dass für uns eine Mieterhöhung ein Todesstoß wäre. Wenn die heute heimgehen, ja, die sollen sich schämen, dass von uns überhaupt eine Miete kassiert haben. Aber ich hab bloß schöne Sachen zum Anziehen, Herbert. Ich bin immer gut gekleidet. Na, du brauchst gar nicht reinschauen. Na, ja, was ist das? Herbert, das ist mein uralter Rock für Afrika. Viel zu warm für Afrika. Herbert, der passt mir nimmer. Umso besser, schlürf rein. Schau doch mal, das hat überhaupt keinen Zweck, der geht nimmer auf. Da. Was tust du denn? Halt die Stadt. Warum? Das mag ich nicht. Glaubst du das? Ich krieg da den Reißverschluss hinten gar nicht zu. Das geht nicht. Wie kommt man da rein? Ja, hint halt. Zieh mal dies Klamps da aus. Bist du ein sturer Teufel, wenn du was im Kopf sitzt? So furchtbar. Kann Scheiße schreien. Wie darf man denn? Pass auf. Zieh am Bauch ein. Ja, das geht nicht. Der geht nicht rein. Der kommt immer wieder raus. Leg dich da drüber. Warum? Damit du flacher wirst. So, jetzt ausschnaufen. Ja. Und nimmer einschnaufen. Nein. Au! So, bist schon drin. Herbert, ich komm mit die Füße am Boden, sonst reißt der rum. Hilf mir mal. Hilf mir auf. Was, du kommst mit die Füße nicht am Boden? Nein. Ja, das geht doch. Du musst drunter bleiben. Drin bleiben! Der Spläger! Nicht kurzen! Nicht hutschen helfen, so ist man du! Jetzt pass auf! Oh mein! Ah! Was ist das? Ich kann ja überhaupt nicht bewegen mit dem Blägen! Ach, schau dich an, jetzt hast du schon Bremsen gelernt. Ja! Ich krieg einen totalen Durchblutungsstau im Arsch. Ich komm mir den ganzen Abend nicht hinhocken. Dann musst du halt einmal stehen bleiben. Ja, freilich. Sag ich, leider haben wir bloß 3 Stühle. Auf dem 4. sparen wir grad hin. Spinnst du? Sag einmal, hast du irgendwas Blähendes gegessen? Was? Das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Das ist dein Einsiedler-Kas. Der riecht ja wie der Einsiedler selber. Ja. Und die Männer, das sind mir, was da herin so stinkt. Das muss ich erklären. Ich sage, Herr und Frau Neuberger, das, was da herin so gaselt, das sind nicht mir persönlich, das ist das kleine, bescheidene Buffet von meiner Frau Gemahlin. Mein Buffet? Das ist nicht mein Buffet. Und das tue ich wieder weg und das andere hole ich wieder her. Wer bin ich denn? Mein Buffet, glaubst du? Ja, komm ich da mal. Was, du tust jetzt alles wieder her? Jetzt wo wir eine Taktik haben, jetzt kommst du mit dem Zeug. Pass auf,
Wenn du das alles wieder herräumst, dann sagen wir aber zu jedem einzelnen Drum dazu, wie wir uns das vom Munde abgespart haben. Ich sag, für diese Salami ist meine Frau auf den Strich gegangen, ja. Schau. Am liebsten da die einfach sagen, gut, wir haben den Boden versaut, na und? Du kannst nicht sagen, die kündigen uns, Herbert. In Wirklichkeit hat nämlich die ganze Auskriecherei der ganzen Jahre noch nie was gebracht. Was hilft's denn? Wo rufst denn du an? Wo rufst denn du an? Sag! Bei den Neubergers. Nein! Nein! Nein. Ja, vielleicht sind sie noch daheim. Nein, Herbert, leg auf! Leg auf! Herr Neuberger! Um Gottes Willen! Sie kommen mir jetzt gerade recht. Nein! Jetzt sage ich Ihnen einmal eines. Nichts sagst. Wir kriechen Ihnen nicht mehr in den... Oh Gott. Indien, wollte mein Mann sagen. Für Indien sammeln Sie nicht, Herr Neuberger, oder? Afrika, freilich, gell? In den Arsch. Arsch. Argentinien auch nicht. Wir kriechen ihn. Mein Mann meint die Griechen, aber die kriegen nichts, die haben genug Geld. Herr Neuberger, der ganze Siegellack ist beim Teufel. Meine Frau möchte es Ihnen gern erklären. Herr Neuberger, ich muss Ihnen was erklären, was Sie stehen, weil ich habe mit dem Dampfreiniger den Parkettboden kaputt ruiniert, weil ich wollte es halt schön haben, wenn Sie kommen. Und jetzt ist halt der ganze Abend verpfuscht, Herr Neuberger Gains. Mei, Herr Neuberger, er sagt, ich soll mich nicht so aufregen, das kann man wieder reparieren. Wer kann das wieder? Herr Neuberger, wie viel gehen Sie mit der Miete rauf? Das kannst du doch nicht fragen. Wenn ich fragen darf? Gar nicht. Was, gar nicht? Ja, red halt mit ihm. Gar nicht? Herr Neuberger, was sagen Sie uns denn das nicht vorher? Dann hätten wir Sie gar nicht lang zum Essen einladen müssen. Bist du? Willst du? Nein, nicht so. Hätten wir uns nicht so stressen müssen, habe ich gesagt. Ja, also, nein, das tun wir doch gern für Sie, freilich. Kommen Sie nur, ja, wir freuen uns doch. Ja. Und lassen Sie einen ruhig nach ein paar Minuten Zeit. Dann können wir noch lüften. Oh mein. Herbert, ich möchte bloß wissen, ob es bei anderen Leuten auch so narrisch zugeht wie bei uns zwei. Freilich, Schnipsi, ganz genauso. Ja. Gänz.